İlkay Gündoğan beendet nach 82 Länderspielen seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft. İlkay Gündoğan hat sich mit 33 Jahren tief in die Geschichte des deutschen Fußballs eingeschrieben und ist zu einer unverzichtbaren Ikone im Trikot der Nationalmannschaft geworden. Seine internationale Karriere begann 2011, als er sein Debüt in der Nationalmannschaft bei einem EM-Qualifikationsspiel gegen Belgien gab. Von diesen ersten Schritten an bewies Gündoğan nicht nur, dass er ein herausragender Spieler mit überlegener Technik und taktischem Verständnis ist, sondern auch ein Anführer mit großem Einfluss auf und neben dem Spielfeld. Mit 82 Einsätzen im Trikot der deutschen Nationalmannschaft hat Gündoğan nicht nur 19 Tore beigesteuert, sondern ist auch das Herz des Teams geworden, eine wichtige Verbindung zwischen dem Mittelfeld und dem Angriff. Jedes Mal, wenn er das Spielfeld betrat, zeigte er Hingabe, unermüdlichen Kampfgeist und herausragende Spielsteuerungsfähigkeiten, die der Mannschaft halfen, viele große und kleine Herausforderungen auf dem Weg zu neuen Höhen zu meistern. Der Wendepunkt in Gündoğans internationaler Karriere kam im September 2023, als er von Hansi Flick, damals Bundestrainer, zum Kapitän ernannt wurde. Dies war eine wichtige Entscheidung, nicht nur, weil Gündoğan sich fachlich hervorragend bewährt hatte, sondern auch, weil er immer eine starke Inspirationsquelle für seine Mitspieler war. Als Kapitän führte Gündoğan das Team durch schwierige Herausforderungen, besonders bei der diesjährigen Europameisterschaft, die im eigenen Land ausgetragen wurde. In seiner offiziellen Erklärung zu seinem Rücktritt von der Nationalmannschaft teilte İlkay Gündoğan die komplexen Gedanken und Gefühle mit, die er während der langen Zeit vor dieser Entscheidung durchlebte. Dies war kein einfacher Schritt, denn für Gündoğan war es immer ein großer Stolz, das Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu tragen. Sein Land auf internationaler Bühne zu repräsentieren, war eine Ehre, die er stets geschätzt und nie als selbstverständlich angesehen hat. Gündoğan erklärte, dass er viel nachgedacht und sorgfältig über Wochen hinweg abgewogen habe, bevor er die Entscheidung traf, seine internationale Karriere zu beenden. Für ihn war dies ein Prozess voller Schwierigkeiten und innerer Konflikte. Obwohl er immer den Wunsch hatte, weiterhin für das Team zu spielen, zwangen ihn gesundheitliche und geistige Faktoren dazu, sich der Realität zu stellen, dass es vielleicht an der Zeit war, einen Schlussstrich zu ziehen. Einer der Hauptgründe für Gündoğans Rücktritt war die körperliche und geistige Erschöpfung. Er räumte ein, dass die ständige Belastung durch das Spielen auf Vereins- und Nationalmannschaftsebene ihn unter Druck gesetzt und müde gemacht hatte. Ich habe schon vor dem Turnier an einen Rücktritt gedacht, teilte Gündoğan mit. Obwohl er sehr stolz auf das war, was er mit der Mannschaft erreicht hatte, erkannte er, dass sein Körper und Geist erste Anzeichen von Müdigkeit zeigten. Die Führung der deutschen Nationalmannschaft als Kapitän bei der Europameisterschaft im eigenen Land war für Gündoğan eine große Ehre. Er ist stolz darauf, dass die Mannschaft Deutschland nach langer Wartezeit wieder stolz gemacht hat. Dennoch erkannte er auch, dass es an der Zeit war, sich eine Pause zu gönnen und Zeit für sich selbst, seine Familie und seine Vereinskarriere zu nehmen. Rückblickend auf seine internationale Karriere kann Gündoğan seinen Stolz nicht verbergen. Er sagt, ich bin unglaublich stolz, wenn ich auf 82 Länderspiele für mein Heimatland zurückblicke, eine Zahl, die ich mir niemals hätte vorstellen können, als ich 2011 mein Debüt für die Nationalmannschaft gab. Dies ist eine Leistung, die nicht viele Spieler erreichen, und für Gündoğan war es ein Weg voller Emotionen und Erinnerungen. Gündoğan äußerte auch sein Vertrauen in die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft. Obwohl er nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen wird, bleibt er ein treuer Fan und hofft,
dass das Team weiterhin wächst und noch größere Erfolge erzielt. Er glaubt, dass die deutsche Mannschaft unter der Führung des neuen Trainers Julian Nagelsmann einer der nächsten Titelanwärter bei der Weltmeisterschaft 2026 sein könnte. Mit einem starken Kader und großartigem Teamgeist ist Gündoğan überzeugt, dass Deutschland weiterhin Großes erreichen wird. Gündoğans Rücktrittsentscheidung wurde von Trainer und Mannschaftskameraden unterschiedlich aufgenommen. Bundestrainer Julian Nagelsmann lobte Gündoğan als einen herausragenden Kapitän und äußerte seinen Stolz, dass er diese Rolle übernommen hatte. Nagelsmann betonte, dass Gündoğan nicht nur ein hervorragender Spieler war, sondern auch jemand, der es verstand, andere um sich herum zum Leuchten zu bringen. Wir werden seine schönen Pässe und großartigen Ideen vermissen, sagte Nagelsmann und drückte gleichzeitig den Wunsch aus, weiterhin mit Gündoğan zusammenzuarbeiten, sofern möglich, jedoch respektierte er seine Entscheidung. Auch Gündoğans Teamkollegen konnten ihre Emotionen nicht verbergen, als sie von seinem Rücktritt erfuhren. Nationalspieler Robin Koch drückte seinen Respekt mit den Worten aus: Es war eine Ehre, Kapitän. Währenddessen teilte Robert Andrich ein Foto auf Instagram und bedankte sich bei Gündoğan: Danke, Kapitän. Jamal Musiala, der junge Star des Teams, schrieb eine herzliche Nachricht: Danke für alles, Capitano. Es war eine Ehre. Und Antonio Rüdiger, Verteidiger der Nationalmannschaft, bedankte sich kurz und bündig: Danke für alles, Gündo. Selbst ehemalige Spieler wie Bastian Schweinsteiger sendeten Glückwünsche an Gündoğan: Glückwunsch zu deiner Karriere beim DFB. Der Unternehmer Carsten Maschmeyer lobte Gündoğan als Dirigenten des Mittelfelds und zeigte seine Bewunderung für dessen Führungsqualitäten und Kampfgeist. Nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft wird sich Gündoğan auf seine Vereinskarriere konzentrieren. Im Jahr 2023 wechselte er nach 7 Jahren bei Manchester City zum FC Barcelona. Sein Vertrag mit Barcelona läuft bis Ende Juni 2025, und es steht außer Frage, dass er weiterhin sein Bestes für seinen neuen Verein geben wird. Der Rücktritt aus der Nationalmannschaft bedeutet jedoch nicht, dass Gündoğan dem internationalen Fußball komplett den Rücken kehren wird. Er hat deutlich gemacht, dass er die deutsche Nationalmannschaft weiterhin als Fan unterstützen wird und hofft, dass das Team weiterhin erfolgreich sein wird. Diese Rücktrittsentscheidung könnte lediglich ein Wendepunkt in seiner Karriere sein, und die Fans können weiterhin auf weitere Beiträge von Gündoğan im Fußball hoffen.